Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einem mal kein Let's Play, sondern eine kleinere Creepypasta, die ich mir so über die Tage mal ein bisschen selber zusammengedichtet habe. Im Hintergrund ein bisschen CSGO. Warum erfahrt ihr gleich in der Creepypasta? Ja. Dann will ich doch mal anfangen. Aber halt mal, da fehlt doch was. Es sind keine Bots auf der Map. Und ansonsten ist auch keiner da. Oh doch. Halt mal. Das ist ja genauso wie bei der Creepy, die ich habe. Bei der Creepypasta. Nämlich zwei Spieler, die sich nicht abschießen können. Quasi unsterblich sind. So, und dann muss ich dann auch mal vorlesen. Jetzt den Text mir hinlegen, Augenblick, Leute. Und zwar handelt es sich um den Spieler 2743Y574. Der Name ist einfach nur, weil kein Name eingefallen, wie ich den ansonsten nenne. Ansonsten, es war ein stiller Sommertag. Ich dachte mir, ich gehe mal wieder in CSGO. Ist ja sonst nichts los. Meine Freunde waren sowieso alle in den Sommerferien. Also, wieso nicht einfach mal wieder spielen? Doch was ist das? Es sind keine Bots auf der Map. Dachte mir auch, wird easy. Sind ja sowieso nur zwei Noob-Spieler da. Doch allmählich merkte ich, dass die Noob-Spieler in Wirklichkeit Bots sind. Und einen ständig attackierten. Die ließen einen gar nicht die Chance, irgendwie wegzukommen. Die waren immer wieder vor einen. Und man kam gar nicht dazu. Man wollte noch nicht mal, dass sie sterben. Man schoss und schoss und schoss. Aber sie drängten einen immer weiter in die Ecke. Doch als ich dann sah, wie einer die Bombe blendet, rannte ich hin. Doch ich konnte die Bombe nicht entschärfen. Es stand zwar Defuse the Bomb, aber ich konnte sie nicht entschärfen. Und ansonsten war auch irgendwie alles nicht so, wie es sein sollte. Genauso auch die Map hat noch nicht mehr komplett geladen. Okay, das hat eben mein Freund auf jeden Fall, wenn sie wieder aus den Sommerferien zurück sind. Ist ja auch mal was. Was nicht jeder weiß. Aber das Gruseligste ist, warum die zwei Spieler immer nur die Bombe blenden, aber nicht selber ja recken können. Weil ich kann recken irgendwie, aber die nicht. Die sind unsterblich. Oh mein Gott. Nicht das noch. Ah, Systemfehler, mein PC stört ab. Das gibt's doch nicht. Ja, Leute, was ist das denn noch, ey? Auf jeden Fall, ja, ich muss dazu sagen, das ist komisch. Als ich den PC wieder hochfahre, ist alles wie zuvor. Alle Bots sind da, bloß sie sind irgendwie gelblich. Nee, so ein Grünstich sogar fast. Aber eins ist immer noch komisch. Wo ist die Bombe? Die Bombe ist zwar geplantet, aber sie ist nicht entschärfbar und auch nicht mehr sichtbar. What the fuck? Also, allmählich kriege ich mit der Angst. Ich fahre meinen PC jetzt nochmal erneut hoch. Und wieder dasselbe. Jetzt aber diesmal die Bots sind weg und keiner auf der Map. Nur ein einzelner Bot, der irgendwie ständig gegen eine Wand läuft und dann immer sich umdreht und dann irgendwas messert, was er sieht. Schon komisch. Auf jeden Fall, ich werde das Spiel nochmal zurückgeben gehen. Also, so kann es ja nicht angehen. Auf jeden Fall, sag mal, sehe ich das richtig? Da blendet schon jemand eine Bombe. Aber nein. Das ist doch ein... Hä? Ein CT blendet die Bombe. Okay, Leute, ich fahre meinen PC endgültig runter einmal, ziehe den Stecker und stecke ihn wieder rein. Als das selbst nichts mehr geholfen hat, habe ich das Spiel zurückgegeben. Zwei Wochen später habe ich mir das, Call of Duty geholt. Das neuere.
auch, aber auch da, wieder bei dem Modus Bombenleger. Oder wie ihr es nennen wollt. Auch da war wieder dasselbe Problem. Warum? Ich schickte meinen PC einige Wochen später dann ein, um nachzufragen, ob vielleicht da irgendwie mein PC irgendwie einen Fehler hat, Systemfehler oder so. Kann ja mal vorkommen. Aber als dann auch der vom PC-Service sagte, nee, alles in Ordnung, PC erst rein, wurde ich ein wenig stutzig. Ich holte mir das Spiel zurück. Einige Tage später spiele ich mit meinen Freunden. Da lief alles normal. Doch dann erfuhr ich, dass einer meiner Freunde, den ich im Spiel 15 Mal getötet habe, einen Autounfall hatte und 15 Schüsse in genau den Stellen hatte, wo ich ihn hingeschossen habe im Spiel. Okay, das hat nichts zu bedeuten. Ich mache hier einfach weiter. Es ist einfach nur ein komischer Zufall. Kann in jeder Zeit mal passieren, aber warum unbedingt das? Warum unbedingt die Stellen, die ich im Spiel angeschossen habe? Und warum stand in der Nähe seiner Position ein dickes, fettes B? Naja, das werde ich nicht beantworten können. Auf jeden Fall, nachdem ich wieder 3 Runden mit meinen anderen Kollegen gespielt habe, ist auf einmal der zweite verschwommen. Und wieder mit den Schüssen, denen ich ihnen im Spiel gegeben habe. Leute, allmählich wird mir das zu gruselig. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich weiß nur eins. Es. Auf jeden Fall, ich werde das Spiel nicht mehr anrühren. Einige Wochen später besuchen mich meine Freunde und fragen, warum ich nicht mehr spiele. Ich sage, Leute, ihr habt doch von den Kollegen gehört, also von unseren Kollegen, die verstorben sind, ne? Ich bin dran schuld. Meine Kollegen gucken mich verblüfft an, sagen, wie kommt das? Wie meinst du das jetzt? Ja, ich habe sie getötet. Also, ja, ich weiß, ihr meint jetzt, im Spiel ist ja nicht Realität, aber ich habe sie getötet, Leute. Die Schüsse, die Einschusslöcher, die waren genau an der Stelle, wo ich geschossen habe in CSGO. Das wisst ihr, Leute. Einige Tage später kommt mich meine Tante besuchen. Doch irgendwas ist komisch. Sie sagt, in mein Zimmer würde lauter Lärm herrschen. Ich gehe in mein Zimmer, alles ist aus. Ich verlasse den Raum, auf einmal meine Tante wieder. Junge, in dein Zimmer ist ein Lärm, mach mal dein PC aus. Ich gehe wieder in mein Zimmer. Doch wo ich da drin bin, sehe ich nur den Deathscream von GTA. Warum? Das ist Counter-Strike, das ist nicht GTA. Warum ist... Okay, egal. Ich fahre mein PC wieder runter. Als ich aber mein Zimmer verlassen habe und draußen mit meinen Freunden spielen ging, merkte ich auf einmal, dass meine Tante mich rief und sagte, dein PC ist an. Ich renne wieder hoch und sehe, mein PC ist noch an. Ich denke so, what the fuck, warum? Was will mir das Spiel sagen? Na gut, ich spiele einige Runden, denke mir nichts Böses. Ah, und dann, ungefähr eine Woche später, meine Freunde erzählen mir, du, mein Vater ist verstorben. Augenblick mal. Dein Vater spielt nicht so viel, weil es CSGO, sagte ich nur, so leise. Und dann sagt er, doch. Wie heißt er? Er heißt Sirius. Okay. Ich tippe mal jetzt ganz blöd, er hat 2 Schuss in den Rücken bekommen. Ja, woher weißt du das? Lass mich in Ruhe. Alle raus hier! Sofort! Ja, Seitewechsel. Augenblick, Leute. Geht gleich weiter. Muss nur umblättern. Auf einmal merke ich, es liegt doch an mir. Ich muss hier weg. Ich muss verschwinden. Die werden mich verfolgen. Immer und immer wieder. Ich werde das Spiel löschen. Ich werde alles vernichten. Mein Spielaccount werde ich verkaufen. Was auch immer. Einige Wochen später, meine Kollegen wieder, willst du nicht mit CSGO spielen? Nein, ich fasse das Spiel nicht mehr an. Nicht mehr dieses Dämonenspiel. Es hat zu viel Leid verurteilt. Was heißt das, nicht verurteilt? So, ja. Gut, dann hierzu noch eine kleine Auflösung. Ein kleiner Fakt. Es ist wirklich schon mal vorgekommen, dass in einem CSGO-Spiel wirklich Leute sich
Es kann auch Einbildung gewesen sein, dass sie gegen Bots gespielt haben. Und ich gehe mal zu Spot A, mein Kollege auch. Da können wir uns ja noch unterhalten. Ja, auf jeden Fall haben wir uns die Story zwar nicht zusammen ausgedacht. Ich weiß nicht, er hat ja auch einen YouTube-Kanal, den werde ich unten verlinken. Wegen seiner Hilfe, so nettererweise war. Ja, er klingt gerade hier rum, ich auch. Nee, und ja, wir machen das gerne auf Wettrüsten, weil ja da keine Zeitbegrenzung ist. Ich werde euch unten in der Beschreibung das packen. Jingle Bells. Hä? Achso. Jingle Bells, Flipper, hör mal zu. Ja, ja, ich hab's mitgekriegt. Nee, auf jeden Fall, werde ich in die Beschreibung packen, seinen Kanal und so. Und wer noch eine weitere Creepypasta hören will, ich werde natürlich mir keine mehr ausdenken, weil ich bin nicht so gerade top da drin. Ihr könnt mir gerne welche zuschicken, wenn ich die vorlesen soll. Hat man gemerkt. Ja, ich hatte es. Ja, hallo, ich habe das über 2 Wochen geschrieben. Hat jeden Fall, so viel Leid verursacht, hieß das, ne? Ja, verursacht. Ja, es ist. Ich bin mit dem Text verrutscht und dann muss ich wieder schnell den Text finden. Aber ja, Leute, wie gesagt, ich habe mich null vorbereitet. Ich habe den Text nur geschrieben über die 2 Wochen. Ich habe den Text dann mir noch 2-3 Mal durchgelesen selber nochmal, um sicher zu gehen, dass ich auch keine Rechtschreibfehler habe, dass ich das sauber lese. Ja. Nein, viel wichtiger und viel creepy, ja, sind eh die Masken, die man jetzt bei CSGO hat. Ja, genau, und also. Das ist so ein Hühnchen, das wackelt beim Laufen, das ist voll geil, das Hühnchen, das das wackelt. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, es gab schon mal wirklich Vorfälle, wo bei CSGO zum Beispiel die Bots unsterblich waren und nicht abschießbar sind. War aber ein Bug, ja. Wurde gefixt auf Schnelle. Da gab es auch schon mal die Bugs, dass man zum Beispiel die Bombe geblendet hat und nicht gesehen hat. Es gab schon einiges, bloß eben halt so ein paar Bugs habe ich da mal mir im Internet rausgesucht, was so eben halt am gruseligsten war. Und das war eben halt so, von wegen Bots nicht tötbar, man selber schon. Ja, gibt's auch jetzt noch. Ja, gibt's ab und an auch noch, aber. Autoscope zum Beispiel, dass sie dir beim Vorbeigehen einfach zack Headshot. Naja. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn ihr die Creepypasta gut fandet, Daumen hoch. Ansonsten, wie gesagt, ich mache keine mehr, ihr könnt mir gerne einschicken. Ich werde versuchen, mich da konzentriert reinzulesen und dann auch vielleicht eventuell Bilder mehr zu zeigen, weil Video ist ein bisschen anstrengend nebenbei zu machen. Aber ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Ansonsten, guckt auch mal bei seinen Kanal rein. Ne? Auf jeden Fall zu empfehlen. Und im Sache der Sache mache ich das ja. Oh, anstatt so okay, also das ist auch nicht schlecht. Von einem zum nächsten gewechselt. Ich bin tötbar. Na, auf jeden Fall. Ich bin tötbar, ganz leise. Nee, also man hört sich bestimmt noch mal die Wochen. Ich habe eigentlich was Größeres geplant gehabt an Let's Plays wieder. Wird wahrscheinlich sich verzögern, weil ich die Spiele schon lange nicht gespielt habe. So, ich bin, was bin ich überhaupt? Muss ich jetzt schnell mal gucken. AC, ah. Lass mal zu Ende zocken, ich freu mich. Na, auf jeden Fall, ihr werdet ja demnächst noch ein paar Projekte von mir sehen. Und wie gesagt, Creepypastas einschicken, ich werde euch unten eine E-Mail verlinken. Die ist dann extra dafür da. Was sind Creepypastas, Mann? Creepypastas? Ach, du kennst selber Creepypastas? Ja, gruselige okay. Geschichten einfach gesagt. So wie zum Beispiel, dass Sonic Fleisch fressen würde von Menschen. Ach so, gruselige Gaming-Geschichten. Ja, sowas ist zum Beispiel. Ja, Gaming-Creepypasta ist ja. Das zum Beispiel. Ja, es gibt aber auch noch allgemein so Creepypasta. Aber man allgemein hört sich und. Mega nerdhaft. Auf Wiedersehen. Ich, wie gesagt, alles in der Beschreibung, Facebook-Kanal, alles andere auch. Hört sich. Hört sich. Ah.